believe I can fly. Was passiert, wenn ein Auto gegen 100 Ketten fährt? Oder wenn wir mit dem schnellsten Auto richtig, richtig viel Freiheit haben und 5 Millionen RPM erreichen? Mit dem Nitrobus einfach ein Looping fahren und noch viel, viel andere verrückte Sachen wieder in diesem Video, Freunde. Wenn ihr auf jeden Fall wieder mehr BeamNG sehen wollt, dann haut jetzt auf jeden Fall gerne auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Leute, haut richtig doll auf den Like-Button drauf. Ich meine, guckt mal hier, seht ihr den Like-Button, ja? Der freut sich richtig, dass ihr gerade drauf gedrückt habt. Also Leute, haut noch auf den Abo-Button. Gönnt euch einfach mal wieder die Map hier, die ich rausgesucht habe, Freunde. Einfach mal am Ende auf wieder richtig heftige Rampen und so, und was wir auch hier mit so einem lustigen Lidl-Fahrzeug machen können. Wow! Nein, 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 nein. Ja, das auf jeden Fall. Oh Gott, ey, direkt auf. Oh, stopp, bleib doch stehen. Oh, mein schönes Lidl-Auto, so in die Achse ist abgebrochen. Ich wollte euch auch einmal nur ganz kurz hier zeigen, was wir noch für einen lustigen Parcours wir haben. So einen ganz, ganz kleinen, den wir hier vielleicht mit ein bisschen Geschicklichkeit. Fang dich bloß ein, guter Wagen, fang dich bloß ein, den wir nämlich runterfahren können, Leute, weil wir müssen jetzt hier theoretisch bis nach unten ankommen und das Ding, oh nein, wir hätten vielleicht bremsen müssen, oh. Nein! Die Frage ist ja auch, was wir noch so hier hinten haben, weil wir haben noch einmal links hier noch so einen Weg, den wir nehmen können. So, einmal ganz kurz hier chillig um die Ecke driften und Alter, das Auto fährt sich ja sogar mega, mega gut, Leute. Guck mal hier, wir können jetzt einfach zack hier rumdriften. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ein kleiner Schredder oder so. Oh mein Gott! Irgendwann schaffen wir es wahrscheinlich nochmal dadurch. Nüt, nüt, das Driftauto ist am Start, Freunde. Wir sind mit dem Driftauto heute wieder heftig unterwegs. Alter, was ist denn das hier für ein Parcours? Und oh, was sind rechts die für Rampen? Und das sah auf jeden Fall nicht so gut aus vorne an meiner Motorhaube, Leute, muss ich sagen. Irgendwie sah das nicht so optimal aus. Bitte nicht runterfallen. Nein, wir fallen runter. Und Alter, was ist das denn für eine Todes... Nein, die Todesröhre ist wieder am Start. Ah! Hauptsache, mein Motor sieht noch aus, als wäre er gerade neu aus der Werkstatt gekommen. Müp, müp, aus dem Weg. Hier kommt auf jeden Fall der heftige Käfer. Er möchte gerne hier einmal auf diesen Parcours rauf. So, wir setzen uns mal ganz kurz hier einen Checkpoint, Freunde. Zack, und Checkpoint ist gesetzt. Mal gucken, wie weit wir mit diesem Auto hier runterkommen. Ob wir überhaupt was überleben oder so. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wenn wir jetzt hier so... Oh, nee, das sind die Container. Die werde ich niemals überleben. Aber vielleicht diese kleinen Plattformen da. Und... Ah, nein. Nein. Nein, nein, oh Gott. Ey, mein Auto. Ey, wie mein Auto einfach aussieht. Wie so in zwei, drei Teile einfach gerissen. Einfach jetzt hier so ein Käfer mit einer Mischung aus einem Sportwagen, einem Offroadwagen und sonstigen Sachen. Mal gucken, wo wir jetzt hier runterfahren. Yo! Oh mein Gott, wir sind viel zu schnell. Wir sind viel zu schnell. Mein Motor ist zum Glück hinten. Mein Motor ist kaputt. Ich muss dir auch sagen, so ein Polo, der hat schon irgendwas, ne? Der hat schon irgendwas Mäßiges drauf, was an dem cool aussieht. Komm, wir düsen mal hier mit dem Ding mal nach oben. Ein bisschen vorne den Bumper getroffen. Ach komm, das ist doch noch heil, Leute. Ein bisschen krumm, aber geht schon, ne? So, mal gucken, wie hoch es jetzt hier geht, was wir noch so alles haben können. Und, Alter, wie hoch wir jetzt gerade einfach fahren. Und wieso, warte mal, wieso haben wir bitte schon da? Boah, da hinten geht's auch noch runter. Und da ist noch so ein Looping und so. Okay, okay, okay. Und da ist auch noch so ein Todestrakt. Ey, Leute. Lass uns zum Todestrakt. Hier ist also so ein kleines verstecktes Loch oder was? Oh Gott, nein, 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 nein. Hier geht's in so eine Höhle. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir fallen hier. Ey, wir fallen hier einfach so eine Höhle oder so runter. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Ey, warum sind meine Fensterscheiben denn so gelb geworden? Alter, wir fallen hier in so ein richtig heftiges, tiefes Loch. Leute, es hört gar nicht mehr auf. Als wären wir in so Minecraft, in der Minecraft-Höhle irgendwo drin. Stopp. Stopp, 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 stopp. Hilfe. Nein. Freiheit. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall jetzt auch hier dieses riesen, ey, aufgespießt wie ein Lollipop.
Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ein Traktor mit voller Geschwindigkeit jetzt hier mal eine Rampe runterdüst, Leute, und dann sich in einen Looping begeht. Wir fahren gerade einfach 130 km/h mit so einem Traktor. Ich kann gar nicht lenken. Nein. Diesen Moment muss ich eigentlich nur ein bisschen nach links lenken, Leute. So, jetzt ab hier bis nach links lenken und... Yo! Nein, nicht so doll nach links, nicht so doll. Ah, super. Ja, super. Ach ja, hau rein. Der Ferrari, ich hab ihn bis jetzt sogar noch gar nicht enttäuscht, muss ich sagen. Was haben wir eigentlich noch hier so für Dinge? Ist das hier jetzt auch nochmal so ein Todesloch oder so? Okay, fällt man einfach nur ein bisschen rein. Dann hat man hier quasi noch rechts um die Ecke. Oh, hier sind, glaube ich, die ganz, ganz heftigen Dinger. Der Pier ist auch ein richtig heftiger Todestrag. Aber hier, Leute, da wollte ich ja hin. Einmal ganz kurz, glaube ich, dieser elektrische, geisteskranke Todestrag. Und, oh Gott, das sieht echt heftig aus. Da werden wir vielleicht auch nochmal reinspringen. Hier wollte ich aber hin. Und zwar einmal... Oh, okay, sorry. Und zwar... Oh nein! Ey, meine Türen! Das kann... Nein, das kannst du nicht machen, Leute. Meine Türen einfach. Ey, Ferrari! Stopp, Bremse. Ich hab... Ey! Sag mal, du Blech-Ferrari, Alter. Warum kippst du denn die ganze Zeit um? Egal, kein Problem, Leute. Damit kann man nicht mehr weiterfahren. Deswegen ganz kurze Reparatur. Ich wollte ja auch ganz kurz nur hier hin. Und zwar in diesen... In diesen Todestrakt, Leute. Uiuiui. Es wird auf jeden Fall echt mega, mega eng. Wir müssen gleich da unten ankommen, Freunde. Eieiei, nein, mein Ferrari. Ferrari? Ich glaube, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einen Looping zu fahren, Leute. Yo, mit dem... Oh Gott, was war das denn gerade, Leute? War das vorne meine Motorhaube? Nee, meine Frontschuhstange. Aber kein Problem. Der Mustang ist auf jeden Fall noch heftig am Start. Und jetzt... Oh, ich seh nix. Ach, oha. Wir können da hinten sogar hinfliegen. Aber ich glaube, wir kommen nicht ganz an, weil unsere Geschwindigkeit... Ich glaube... Oh nein, 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 nein. Wir fliegen voll gegen die Wand, oder? Wir fliegen voll gegen die Wand! Ah! Ey. Lass uns doch mal lieber hier ein bisschen wieder die Lage auschecken. Ob wir mit dem Ding natürlich auch erstmal hier relativ weit kommen. Guck mal, wir können fliegen. Oh. Ja, ja, ja. Tuk, tuk. Tuk, tuk Airlines. Wir fliegen los. Hey, hey, hey. Nein, 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 nein. Ah, die Flügel, die sind doch noch am Start. Los, du musst nur losfliegen. Dreh dich. Tja, Leute, wenn mein Tuk-Tuk nicht möchte, dann nehme ich auf jeden Fall jetzt wieder diesen Bus am Start, Leute. Und zwar diesen heftigen Super-Hero-Bus. Das ist einfach so mein Lieblingsbus geworden. Jetzt können wir hier quasi runterdüsen. Oh, okay. Und... vielleicht nehmen wir doch mal doch lieber die Rampe nebenan und... Vorsichtig, vorsichtig. So, ja, mit dieser Rampe sollten wir eigentlich auch mega, mega hochkommen, Freunde. Ich bin jetzt echt gespannt, wie wir mit dem Bus... Wow, abschneiden werden. Wir haben einfach vorne den Reifen verloren, Leute. Und, oh, landen wir gleich genau in so einer Lücke drin, oder wie sieht das Ganze aus? Können wir hier noch ein bisschen hinlenken? Ja, ja, ja. Oh mein Gott, was? Was? Oh, oha, wie wir einfach da durchgeflogen sind und... Wir müssen eigentlich nur den richtigen Winkel treffen. So, okay, vorsichtig. So, jetzt hier nochmal ganz kurz langfahren. Oh, okay, es wird schwierig. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, wir fliegen voll gegen die Brücke gegen. Wir fliegen voll gegen die Brücke. Was ist denn das für eine Geisterbrücke, Alter? Wie schnell kann das Ding eigentlich fahren, Leute? Guck mal, wir geben jetzt mal Vollgas. Oh. Ey, sieht aus wie so ein Auto aus Cars. Und warum gibt das noch Gas? So, aus dem Weg. Wir nehmen jetzt hier den Looping mit dem schnellsten Auto im BeamNG.
Und Alter, ich kann es gar nicht lenken. Ich kann es gar nicht lenken, Leute. Nein, 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 nein. Nein, die Wand. Die Wand. Aua, meine Hinterachse. Oh, yo. Okay, okay, okay. Okay, es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich glaube, wir sollten jetzt aber mal das Auto auspacken, was, glaube ich, bis zu 5 Millionen RPM hat. Also halt richtig, richtig viel. Und es sieht nicht gut aus für unser Fahrzeug. Es sieht gar nicht gut aus. Es sieht... war das knapp. Nein, 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 der Boden. als wäre ein Bulldozer einfach rübergefahren. Als wäre es einfach so ein Papier-1D-Auto. Vollgas mit dem Ding. Okay, okay, okay. Es kann interessant werden, Leute. Das Ding hat 5 Millionen RPM. Wow. Wow. Es ist immer wieder so heftig. Es ist so heftig. Wir können das volle Potenzial ausschöpfen. Das volle Potenzial. Wir fahren 5600 km/h. Hä? Was ist denn das für eine... Ja, mein Game wurde leider gecrashed. Oh, die Ketten fahren runter, Freunde. Und da soll es anscheinend ein Auto gleich durchfahren. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt. Komm, du Tasty-Cola-Wagen. Fahr voll durch die Stadt. Oh, 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 oh. Alter, Alter. Ey, oh. Wie das ganze Auto einfach zerfetzt wurde, Alter, gegen diese Ketten. Komm, Lambo. Du bist doch aber relativ flach genug, um da jetzt durchzukommen, oder? Komm, Lambo, schaffst du das? Oh, es könnte eng werden, es könnte eng werden, es könnte... Der Lambo? Oh. Mehr oder weniger Glück gehabt. Oh, wir fallen ja immer noch. Hör doch mal auf, jetzt endlich hier. Stopp! Er ist doch schon voll kaputt.